Zeugnis. Was du? Also, da kannst du meinen Job machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat von mir. Ich habe letzte Woche mein erstes Buch rausgebracht mit dem Titel Sei glücklich, nicht perfekt. Und ich möchte jetzt hier auf meinem YouTube-Channel regelmäßig eine kleine Lesung machen. Sei glücklich, nicht perfekt ist ein autobiografisch angehauchter Ratgeber. Also dieses Buch ist als Ratgeber aufgebaut, nicht nur mit reinem Text, sondern auch mit sehr viel Bildmaterial und immer wieder eingeschobenen Kästchen mit Lesertipps. Und außerdem findest du hier drin auch Übungen zum Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich habe ein Kapitel geschrieben über Schönheitsideale, der Druck zum Schönsein, ein weiteres Kapitel über Liebesbeziehung und der richtige Umgang mit einer Trennung, der schöne Schein von Instagram, Essstörungen und. Falls dich mein Buch interessiert, dann schau dir unbedingt die Infobox unter diesem Video an, direkt hier unten. Da habe ich nämlich meine Termine veröffentlicht, wo du mich wann treffen kannst für eine Lesung und eine Signierstunde. Im ersten Video beginnen wir direkt mit dem Vorwort. Irgendeiner der ersten Apriltage im Jahr 2015. Soll ich Sie anrufen und fragen, wann Sie ungefähr hier sein wird? Oder soll ich einfach sitzen bleiben und weiterhin warten? Wie wird sie wohl reagieren, wenn sie mich hier so unerwartet, völlig aufgelöst vorfindet? Wird sie sauer sein und sagen, ich hab's ja gleich gesagt? Ich wohne eigentlich schon lange nicht mehr bei meinen Eltern, aber einen Schlüssel habe ich noch immer. Ich liege nun seit fast 3 Stunden hier bei ihnen auf der Couch und warte darauf, dass meine Mama endlich nach Hause kommt. Ich kann mich kaum beruhigen. Ich bin völlig am Ende, aufgelöst. Und die Tränen laufen mir nur so runter. Ich erlebe in diesem Moment meinen schlimmsten psychischen Zusammenbruch. Ich hoffe, sie kommt bald. Ich brauche sie. Ohne sie werde ich es nicht schaffen, aus diesem elenden Teufelskreis rauszukommen. Eigentlich müsste ich jetzt gerade im Fitnessstudio sein. Aber ich bin heute nicht hingegangen. Und ich will da auch nicht mehr hingehen. Ich will endlich den Absprung aus diesem Elend schaffen. Ich habe die Grenzen überschritten. Mein Name ist Anja Zeidler. Ich wurde am 27. Juli 1993 in Luzern geboren und ich bin wohl das bekannteste Fitnessmodel der Schweiz. Ich habe mir in der Fitnessszene und mittlerweile weit darüber hinaus einen Namen gemacht und kann schon seit einiger Zeit als Person des öffentlichen Lebens gut davon leben. Ich habe mir definitiv keine einfache Branche ausgesucht. Der Druck ist extrem. Ich muss nicht nur ständig in Topform sein, fit und vorbildlich meine neuesten Fitnessrezepte preisgeben und neue Trainingspläne zusammenstellen, nach denen die Leute förmlich schreien. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird auch von einem erwartet, immer alles perfekt zu machen. Oft wird vergessen, dass ich eigentlich auch nur ein Mensch bin. Besser gesagt, eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst. Genauso wie ich zu gewissen Weltstars hochschaue, sehen sich Hunderttausende meine Fitnessbilder auf Instagram und in Zeitschriften an. Sie bezeichnen mich als ihre Inspiration. Viele von ihnen wollen wissen, wie ich das mache, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere. Und einige von ihnen wünschen sich sogar, genau wie ich zu sein. Was für ein Kompliment und ein Druck zugleich. Klar kann ich sehr vielen Menschen zu einem besseren Leben verhelfen, indem ich sie zu einer gesunden Ernährung und Sport animiere. Und darauf bin ich sehr stolz. Nur bei mir selbst habe ich die Grenzen maßlos überschritten. Seit gut einem Jahr konsumiere ich Anabolika und darum geht es auch an diesem besagten Apriltag. Tränen überströmt bei meinen Eltern auf der Couch. Ich kann nicht mehr.
Wieso ich als 21-jährige Frau begonnen habe, Anabolika zu konsumieren, wusste ich, als ich 2014 damit anfing, nicht wirklich. Der Drang nach Erfolg und stetiger Verbesserung war größer als die Vernunft, meine Gesundheit zu bedenken und mein Handeln zu hinterfragen. Ich war damals mental längst nicht so stark, wie ich es heute bin. Jetzt, einige Jahre später, wo ich nun dieses Buch schreibe, weiß ich, wieso ich mich selbst in dieser Welt des Perfektionismus verloren habe und wieso es sehr vielen Leuten da draußen, auch bedingt durch die Digitalisierung des 21. Jahrhunderts, ähnlich geht. Endlich höre ich ihren Schlüssel in der Tür. Mein Herz beginnt zu rasen. Meine Mutter kommt herein und lässt erschrocken ihre Handtasche fallen, als sie mich unangemeldet und tränenüberströmt auf der Couch vorfindet. Sie kommt sofort zu mir und nimmt mich in den Arm, bevor sie ihre Tränen selbst nicht mehr zurückhalten kann. Sie muss nicht fragen, was los ist, denn sie weiß es. Sie sieht die Reue und den Hilfeschrei in meinen Augen. Denn niemand kennt mich so gut wie sie. Sie war immer meine engste Vertraute gewesen, der ich alles erzählte. Sie kannte mich in- und auswendig. Als ich aber meine Fitnesskarriere startete, distanzierte ich mich mehr und mehr von ihr und meinem gesamten Umfeld. Bewusst, denn sie alle konnten oder wollten meine Träume, als Fitnessmodel groß zu werden, nicht verstehen. Sie sind halt Bünzli Schweizer, dachte ich mir. Sie haben alle keine Ahnung von der weiten Welt, in die ich hinaus will. An diesem Tag begann mein Weg zurück zu mir selbst. Es war ein harter Kampf. Ein harter Kampf auf der Suche nach meiner wahren Persönlichkeit und des Erlernens von Selbstliebe. An diesem Weg möchte ich dich nun teilhaben lassen und dir zeigen, wie auch du zu dir selbst finden und dir immer treu bleiben kannst. Sei es die Meinung anderer, Rückschläge in Liebesbeziehungen, der Kampf mit dem eigenen Körper, das ewige Ringen um genug Motivation. Ich habe in diesen Bereichen viele Rückschläge erlebt und dadurch unglaublich viele Erfahrungen gesammelt, bevor ich es schaffte, mich selbst zu akzeptieren und auch nach außen die Anja zu sein, die ich wirklich bin. Und mit diesem Wissen möchte ich dir nun helfen. Das war ein Teil des Vorworts aus meinem Buch Sei glücklich, nicht perfekt. Jetzt gibt es erstmal hier einen großen Schluck Stärkung, bevor ich weiterlese. Und diese weiteren Passagen könnt ihr bald in den nächsten Videos sehen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das Buch interessiert, wenn euch das Format der Lesung aus meinem Buch Sei glücklich nicht perfekt gefällt. Und wie gesagt, wenn ihr gerne mehr darüber wissen möchtet, checkt die Infobox unter diesem Video. Tschüss zusammen!